Zentralschweizer Fasnacht 2017 auf Tele 1. Mit der CSS-Versicherung ganz persönlich. Waser, die Küche. Denn auch Fasnächtler kochen nur mit Waser. Avia Schätzli AG mit 100 Tankstellen in der Zentralschweiz. Der Guggenüberfall Stanz wird in diesem Jahr 25-jährig. Punkt 20 ab 8 überfallen die 20 Guggen den Dorfplatz aus allen Richtungen, begleitet von einem Jubiläumsfeuerwerk. Ich würde sagen, es ist eigentlich ganz klar eine Fasnachtseröffnung für die Nidwaldner. Es ist grandios, von gross bis klein sind alle auf dem Dorfplatz. Und ja, mit dem 20.08. Urknall ist der Ferienstart, ist der Fasnachtstart. Es geht einfach los. Der grosse Publikumsaufmarsch zeigt, Nidwaldner können die Fasnacht 2017 kaum erwarten. Zonen und Grenzen gibt es keine. Seit einem Vierteljahrhundert hat der Samstag vor dem Schmudo seinen festen Platz in der Nidwaldner Fasnachtsagenda. Ob auf dem Dorfplatz oder auch in den verschiedenen Zelten. Das ist ein bisschen die Voreröffnung der Fasnacht. Nur eines letztjährige Gewändchen tragen und sich freien auf einen schmutzigen Dunstig. Das gehört einfach dazu, alle Jahre. Es ist eigentlich unser Fest zum Tag. Und es ist auch cool, wir kennen mega viele Leute. Ich bin mit der Fasnacht aufgewachsen und das gehört einfach irgendwie dazu zu uns. Und man geht einfach jedes Jahr, das ist Tradition. Eine Tradition, die die Stanz sicher auch die nächsten 25 Jahre, die Fasnächtler, so richtig auf einen schmutzigen Donnerstag einstimmt. Zentralschweizer Fasnacht 2017 auf Tele 1.